Ja, hallo. Das Mal möchte ich schauen, im Bereich des Changchuan für Langfurst. Also, da gehört das Lianzhanhuan-Chuan drin, da gehört das Chuzhi-Chuan drin. Da hat ein paar Anwendungen und Verhalten von wegen der Verteidigung und dem Kontern. Changchuan, Langfurst, wie gesagt, das tut, schauen Sie schon in die Distanz, die Sachen holen und nicht nachher kommen. Ich brauche lieber das Lianzhanhuan-Chuan, das ein traditioneller Stil ist, als das Chuzhi-Chuan, das eher so ein halbmoderner, moderner Stil ist. Aber wie ihr ja wisst, aus der Taolu, die Elemente sind sehr ähnlich. Verteidigung. Wir haben viel, zwar, wo wir gegen außen gehen, auch gegen innen gehen, oder? In der Verteidigung, Pap, unten rauf und so weiter. Schauen, dass ihr die Sachen aus der Distanz holen könnt. Im Lianzhanhuan-Chuan haben wir es ja am Anfang ganz klar, wo wir hier so anfangen, so rausstoßen. Das heisst, wir versuchen den Angriff schon möglichst früh abzuwehren. Das BAM! Wenn es auf uns zukommt, nicht erst, wenn der Fuß da ist, dann drin schlagen. Sondern wenn der Fuß auf dem Weg zu uns ist, dass wir dem entgegenkommen. Dass, wenn es noch weiter stoßt, dass wir es gegen raus drücken. Das heisst, wir müssen ein bisschen entgegengehen. Es ist noch schwierig, so leid zu zeigen. Aber versucht, dass wenn der BAM! Dass das wirklich gut. BAM! Tag! Stossen! BAM! Und stossen! Und rausgeleiten! Und rausgeleiten! BAM! Hier! Nicht mit dem rausdrücken, sondern durch die Drehung! Durch meinen Körper! Ein bisschen abdrehen geht das auf! Das heisst, dann kann ich vorkommen und von hier Tag! Ein bisschen so machen, es gibt Druck. Ich darf nicht über meine Hälfte aus. Ich muss hier bleiben. Wenn ich darüber rauskomme, komme ich in eine Schwäche rein. Wegen dem sind meistens die Abwehren nicht wirklich stark. Weil da aussen kann mich jeder zurückdrücken. Das ist nicht stark. Das heißt, und wenn ich das hier mache, dann mache ich es nur bis hierher. Das ist immer noch innerhalb von meinem Ding. Bap, bam, führen. He? Bap, bam, führen. Bap, bam, führen. Bap, bam. Im Wechsel immer. Oder wenn es gegen ihn ist, BAM! Bis da hierher. Das ist am anderen Ende von meinem Körper. Du jetzt nicht da über einen Schlag. Bringt noch nichts. Hier. BAM! BAM! Rein. He? BAM! BAM! Rein. BAM! BAM! Rein. BAM! BAM! He? Hier. BAM! BAM! Da. BAM! BAM! Das kann man gut zu zweit üben. Mit einem, entweder mit einem Schild, mit einem Oberteil, den man hat, einer Pratze da. Angreifen und der andere, zack, bam, rein in die Pratze. Ist egal, welche Hang das auf welcher Seite ist. Wenn wir gegen oben gehen, ist nicht der Sinn, dass wir hier, dass wir runterkommt, die Decke, sondern dass wir eigentlich reingehen, dass wir es hier aufnehmen und dann auf die Seite können rutschen können. Das heisst, wir müssen da ziemlich früh reingehen. Ist mehr jetzt oben und gegen raus. Das gleiche wie hier, einfach gegen oben machen. Tut das ein bisschen anschauen, ein bisschen überlegen, ein bisschen nachgehen. Probiert es aus, zu zweit, muss nicht schnell sein. Fällt langsam an und versucht es zu implementieren, immer mehr reinzunehmen. Okay.